Mit großem Engagement, Ideenreichtum und mit modernster Kellereitechnik verwandeln die Mostbarone die Früchte aus der größten zusammenhängenden Obstbauregion Österreichs zu flüssigen Genüssen, zu Säften, Likören, Edelbränden und natürlich zum Most. Die Mostviertler Mostbirn. Sie ist die Quelle des Mostes und die Frucht, der die Region ihren Namen verdankt. Nach dieser tollen Birnenernte im letzten Jahr, was wir jetzt abgeschlossen haben, noch der Ablauch, und Birnen waren ja einfach sensationelle Qualitäten mit einem schönen Zuckergehalt, mit gewaltigen Inhaltsstoffen, sagen wir einfach auch Dankeschön beim Herrgott, weil wir einfach glauben, dass wir heuer dieses Jahr unbedingt einen Erntedank feiern wollen mit einer Gödenmoos-Präsentation, eine Jungmoos-Präsentation mit einer Segnung des neuen Jahrgangs durch unseren Pfarrer Dr. Robert Grill und durch die Ernennung auch eines Moosbotschafters für das kommende Jahr in Wilhelm Molterer. Der wird sich für diese Funktion vom GED und Moosbotschafter 2018 zur Verfügung stellen und auch dabei sein mit einem Fackelzug zur Kapelle, mit Feuerkorb draußen, das Ganze natürlich alles gegen Voranmeldung. Und jetzt kommen dann noch die Gödenmoostage und die Vorweihnachtszeit, wo wir eigentlich Geschenke und Präsente auch für unsere Firmenkunden und Privatkunden an den Samstagen auch in Moskau wieder haben. Natürlich darf man sich beim Gödenmoosfest am 9. November im Zeilener Mostgwölb auch Zeit nehmen für die vielen Produkte, die sich aus der Mostbirne verarbeiten lassen. Gerade dieses Jahr hat die Mostbirne besonders viel Kraft und Geschmack. Ausschlaggebend war die Sonne. Die Sonne ist einfach ein Traum gewesen. Es war fast schon Fluch, die Trockenheit, nicht, muss ich sagen. Aber jetzt am Ende des Abends, kann man sagen, am Ende, wo man die Ernte unter Dach und Fach hat, kann man nicht früher sagen, ist das einfach wirklich eine Begeisterung. Wenn ich rieche in die Moste eigentlich rein, was da wie Duft rausgeht, was da wie, es ist einfach ein Traum, wo man wirklich sich schon freuen drauf und wo man sagen können, mit den neuen Jahrgängen Gesundheit, so ist Leben. Die Familie Zeiner lädt ein zum Gönnmostfest zum Erntedank am Freitag, dem 9. November in das Zeilener Mostgwölb. Wir freuen uns auf die